Ground Control. Boah. Er ist doch ganz gut geworden. Einen wunderschönen guten Morgen hier, meine Damen und Herren. Wir sind heute auf eine, guck mal nach, Rennstrecke. Und zwar, welche Rennstrecke ist das? Wer weiß das? Zack, 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 die ersten Kommentare. Wir sind auf der Rennstrecke Nürburgring. Heute wieder im Namen vom Hyundai unterwegs. Von beiden Seiten steht mein Name. Nur von einer. Okay, und zwar heute kommt die Geschichte IL, also Elektrofahrzeuge. Und ich glaube, wir werden heute mit dem Conner fahren. Ja, es wird bestimmt ein super lustiger Tag. Ja, wenn heute die Veranstaltung genauso sein wird wie die letzte mit dem i30N, dann wird's gut. Im Hintergrund steht ein Auto, was der Belzec so liebt. Ja, tief, breit, fette Spoiler. White Body. So, jetzt gehen wir Kaffee trinken. Ja, wir haben alle hier eine gute Laune. Der Sascha auch. Ich sowieso immer. Ja, deswegen kann das nur ein guter Tag werden. Gruppe, folgt bitte der Joanna und dem Nico. Viel Spaß im Workshop. Dankeschön. Man sieht halt auch, wie klein der Motor ist. Ne? Und wie gesagt, er kann. Das ist wahnsinnig, was der für eine Leistung entfalten kann für die Größe. Und das werden Sie merken, wenn Sie fahren. Dann wird er sofort reagieren und losfahren. Und das ist das, was ich persönlich auch einfach echt geil finde. Man fährt entspannter, ohne Frage. Man fährt mit dem Elektroauto entspannter. Gerade auch wegen dem Rekuperieren, weil man das selber so ein bisschen als Herausforderung sieht, dass man zur Ampel ohne Bremse zum Stehen kommt. Aber wenn man will, kann man jederzeit Gas geben und dann ist es schneller. Zu unserem ersten Auto nach vorne. Elektromotor hat keine Leerlaufdrehzahl, dementsprechend ist das am Anfang ein bisschen ungewohnt. Wichtig ist jetzt, wir befinden uns noch im Parkmodus, ganz normal wie auch beim Automatikfahrzeug, haben wir in der Mitte sozusagen unseren W-Hebel, der einfach per Tasten funktioniert. Das heißt, hier in der Mitte auf P ist das auf Park, gehe ich von der Bremse runter, bewegen wir uns nicht, gehe ich in den D, einfach hier auf den Knopf drücken, erscheint auch oben rechts im Display dann Drive, würde ich jetzt von der Bremse runtergehen, würden wir uns dann in Bewegung setzen. Verteilen wir uns auf die Autos. So, jetzt fahren wir eine Runde. Ich bin schon mit dem Conner am Bilster weggefahren. Ja, so Slalom etc. Das hat richtig Bock gemacht. Und deswegen sind wir heute nochmal hier. Über die Rekuperation bremsen. Das heißt, das, was in der Theorie gerade angesprochen wurde. Ich dachte, wir fahren Rennstrecke. Wir fahren hier raus. Nein! Raus. Ja. Aber im Ernst, wir fahren da hinten. Ich habe gedacht, wir ballern irgendwo auf Rennstrecke. Wenn wir da beschleunigen oder sie merken, dass man da jetzt. Aber wir fahren nicht. Lenker nach links oder rechts, das ist der Spurhalteassistent, die können Sie auch auf der linken Seite neben dem Lenkrad aufstellen. Alles ausschalten. Da hat gesagt, alles ausschalten. Und noch Sport Plus. Und das Lenkrad anschauen, haben wir auf der linken und rechten Seite jeweils eine Schaltlücke. Die ist im normalen Auto dann dafür da, die Gänge normalerweise durchzuschalten und sortieren. Und wenn Sie jetzt in die Mitte von der Anzeige gucken, steht da Level 1, Level 2 oder Level 3.
wenn Sie jetzt einfach mal die Schaltlippen nach links und rechts bewegen, kann man dadurch das Level verstellen. Das heißt, 0 bedeutet, wir haben 0 Rekuperation. Level 1 bedeutet, wir haben eine leichte Rekuperation. Drück mal. Wir fahren jetzt 0. Hier rechts bergab. 0. Zügig, ne? Ja, da geht. Also ich muss eigentlich eins sagen, ich empfinde das Elektrofahren wirklich, kein Scherz, als Stück Luxus, weil das Auto absolut leise ist und der fährt sich wirklich cool. Man setzt sich in das Auto rein und passt. Alles wirklich, man muss nicht viel verstellen, verändern etc. Das ist einfach sehr, sehr einfaches Auto. Also wirklich für den Alltag top. Das Auto, was wir, oder das Konzept, was wir für das Auto gemacht haben, ich finde das richtig, richtig gut. Ja? Und wir werden uns definitiv als Firmenwagen einen Kona anschaffen. Ja? Die Frage ist nur, Elektro oder so ein Hybrid. Auch Wartungskosten beim Elektroauto ist ja fast gar nichts. Ja? Kein Ölwechsel, keine Flüssigkeitswechsel, nichts. Ne? Und dementsprechend im Sportmodus schon immer da gewesen. Aber guck mal, Sascha, schau mal, wie aktiv der Belz agiert, wenn der Instruktor sagt Sportmodus. Hier aus der Kurve einfach mal raus beschleunigen und hier ruhig mal ein bisschen aufs Gas treten. Da kommt dann schon der Drehmoment und es geht ordentlich voran. Hier schön lang starten. Also ich finde das Auto wirklich cool. Also ohne Scheiß, jeden Tag. Das kannst du ballern, das macht Spaß. Ich finde, das hat nichts mit langsam zu tun oder sonstiges. Überhaupt nicht. Ja? Oder? Wie ist er das Beifahrer? Super. Super. Bestimmt bin guter Beifahrer. Ja, ich bin schlechter Beifahrer. Nee, ich auch, absolut. Ja. Ich glaube, alle Männer sind schlechte Beifahrer. Na gut, Frauen auch. Ja? Schatz, nicht so schnell, Schatz, nicht so schnell. Schatz, pass auf. Schatz, bremse ab. Schatz, was? Auch Kurven, finde ich auch richtig geil. Mhm. Berg hoch, Berg runter, zack, 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 zack. Flotti Robotik, oder? 1% haben wir verbraucht jetzt. Echt jetzt? Mhm. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich so ein bisschen schon zügiger auf Sport fahre, finde ich cool. 1% auf, was waren das, 5 Kilometer? Da verbrauche ich bei meinem WhatsApp-Nachrichten durchlesen viel, viel mehr auf meinem Handy, als mit einem Kona 20 Minuten zu fahren. Wer uns zum Beispiel auch so kleinere Projekte, kleine Stories etc. Folgen möchte, der kann gerne bei Instagram auch Priority sein folgen, abonnieren, warte mal links, oder auch mir persönlich bei Instagram unter Andreas_Belzec. Ja, da mache ich manchmal so verrückte Sachen. Kann man mich so ein bisschen mehr privat kennenlernen. Sascha, check. Also ich bin langsam so ein bisschen genervt davon, immer diesen teuren Luxusautos zu kaufen. Ich meine jetzt nicht Ferrari, Lamborghini damit, weil die behalten den Wert, die sind sehr stabil, oder Porsche. Porsche ist auch ein geiles Auto. Aber ich sag mal, so ein Audi A8 oder ein 7er BMW oder eine S-Klasse, ich kaufe ein Auto für 140. Und in 2 Jahren kostet das Auto 75. Wie soll man den Unterschied wieder reinholen? Funktioniert doch gar nicht. Und eins muss ich mal sagen, meine Tücher hier weg. Hier. Entschuldigung. Die Tücher weg. Guck mal, ehrlich, geil gemacht, oder? Aufgeräumt, ne? So aufgeräumt, klar, das meine ich ja. Wenn man sich in einem Kona reinsetzt, guck mal, zack, Klima. Fertig. Tück, tück. Kein Joystick, wo man oh, jetzt muss ich suchen und etc. Ja? Es gibt Autos, wo du mit dem Joystick alles immer suchen musst. Wo ist das und so weiter. Hier ist ein Knopf, Batsch, fertig. Ansonsten vom Rekuperieren her in der Eifel war, denke ich mal, ganz cool von der Strecke zu sehen, berghoch, bergunter, was da den Unterschied macht. Was waren so die Kilometerwerte beim Bergabfahren, die man wieder in die Batterie zurückgespeist hat? Mal drauf geachtet. Ich weiß nur, dass der einmal wieder hochgegangen ist auf die Ursprungs Prozentzahl. Ja. Genau, ja. Das hat sich irgendwie 3% wieder hochgeschaukelt oder so. Ja. Und abgeschaltet, weil die Batterie voll war. Der hat gesagt, Rekuperation nicht möglich, weil Batterie voll. Das ist natürlich auch ideal, weil da sieht man, dass man wieder relativ viel reingefahren hat. Das Gute ist, wenn man hier wirklich mit voller Batterie losfährt, hat man ein paar Rollphasen und es dann direkt wieder bergab geht, ist nur mal dann irgendwann wieder voll.
weil daran sieht man halt, was ich auch spannend finde, wenn man normal einfach bremst und das Auto dann in das Dorf rollen lässt, dann fährt man durchs Dorf, fährt wieder raus und so weiß man wirklich, wenn man mal einen Kilometer lang bergab fährt, wie viele Kilometer man da eigentlich dann wieder rausholen kann. Das heißt, mit der Energie, die wir bergab fahren, fahren wir durchs ganze Dorf und gehen danach dann wieder ganz normal ins Gas. Das ist halt schon cool zu wissen, dass die Technik das so kann. Dann, wir haben jetzt die mittlere Reihe, einmal ein Auto aussuchen, ich gehe nach vorne und dann legen wir los. Also Rekuperation auf Null. Ja. Oh, schöne Reinsegeln nach SP aus. Boah. Boah, Sport, gut. Wir werden das Ganze jetzt einfach zweimal durchfahren für die Orientierung. Also wir stellen uns hier dann nachher auf. Ich werde dann ganz wichtig nacheinander aufrufen. Läuft ja. Ja, sieht gut aus, oder? Ja. Erste Frage vorweg zu klären. Vier Reifen, alle vier Räder müssen innerhalb dieser Box von den sechs Pylonen zum Stehen kommen. Das heißt, sobald wir da ein bisschen zu weit rausfahren, haben wir dementsprechend dann Strafen. Ich habe gesagt, es geht um die Zeit. Dementsprechend als Beispiel 30 Sekunden. Wenn wir da außerhalb der Box zum Stehen kommen, gibt es 5 Sekunden extra. Wenn eine Pylone umgeschmissen wird, gibt es ebenfalls 5 Sekunden. Das heißt, man kann sich überlegen, lieber die Pylonen stehen lassen, ist besser als 5 Sekunden zu sammeln. Und vielleicht auch noch so als kleine Motivation, wer eine Pylone umschmeißt, darf die dann auch selber wieder aufstellen. Also ich laufe nicht nach vorne. Also drauf? Wenn sie gesteckt, nein, hört nichts, denkt Scheiße, macht die Gurke an. Die letzten beiden Pylonen wurden ausgelassen, dementsprechend machen wir die Orientierungsrunde, um da einfach ein Gefühl zu bekommen. Dann die erste Runde, auf geht's. My life had a fast man, but it's ass plan. Fight for my life with the brass hands, and I still ball with a bad hand. Got an aerial point of view, but though I've never seen a big push. Do zoom in, learn a quick stand, make it push start. Tell the bands cool with the tank plan. I'm making my penny worse for the kicks. They can't take it from the two cents. I'm myself excited like a blue hands. Like I don't believe in new friends. Dann von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Gute Heimreise und aufpassen. Hype ist immer Wutsch. Bis dahin. Danke sehr. Tschüss. Tapped in. Lately my life had a fast man, but it's ass plan. Fight for my life with the brass hands, and I still ball with a bad hand. Got an aerial point of view, but they'll never see me.